Ja, wir sind zurück und hören zurück. Und zwar haben wir uns die letzten Monate vorgenommen. September und August liegen an. Und wir starten im Alphabet mit der 114. Genau. Weil Zahlen erst genannt werden. Das ist so. Und da haben wir die 114 Etagen natürlich auch gehört vom Wulfi Office, der offizielle, inoffizielle Nachfolger des Vorgängers, der eigentlich überhaupt nichts mit dem Vorgänger zu tun hat, außer dass eine Zahl im Titel vorkommt. Trotzdem eine schöne Idee erstmal. Ja, 114 Etagen, das ist eine Geschichte von Kim, Jens Witzenleiter, Thomas Plum und Henrike Tönnes. Ja, worum geht es? Es geht um das Wulfi Office. Das Wulfi Office ist ganz oben in einem Hochhaus, so habe ich es mir zumindest vorgestellt. Zu diesem Wulfi Office führt ein Aufzug und nicht nur ein Aufzug, sondern zwei Aufzüge. Und in diesen zwei Aufzügen sind zwei Kreativteams unterwegs, die im Stile der, also Höhle der Löwen mäßig, dann eine Idee zu präsentieren haben. Und wir begleiten quasi eins der beiden Teams auf dem Weg nach oben. Ja, ist eine enge Kabine und ist so ein kreativer Werbehaufen, würde ich das jetzt mal nennen. Und da kommen dann eben auch so die Leute vor, wie man sie so aus dem Büroalltag vielleicht kennt, so quer durch die Bank. Nur, dass das halt alles, ja klar, Wulfi Office, noch einen kleinen großen Dreh bekommt. Ja, es ist ein Aufzug-Hörspiel. Und da gibt's ja einige Geschichten, die in Aufzügen spielen. Und ja, so taucht halt auch hier ja so im Endeffekt alles auf, was man so aus Aufzug-Hörspielen kennt. Also unter anderem kommt da dann, also natürlich der obligatorische Zwischenfall im Aufzug, selbiger bleibt stecken. Und so bricht halt so nach und nach die Panik sich Bahn zwischen den Insassen, die da drinnen sitzen. Und da bricht eben nicht nur die Panikbahn, sondern auch so Sachen, die vielleicht so im Alltag, im Büroalltag so ein bisschen unter den Tisch gefallen lassen werden. Ja, hier in der kleinen Kammer bersten dann sämtliche zwischenmenschlichen Beziehungen. Es knirscht, es kracht und alle prallen halt volle Pulle dann aufeinander. Jeder mit seiner Schrulligkeit und das ist tatsächlich größtenteils ziemlich lustig anzuhören. Worauf man sich allerdings schon von Anfang an einstellen muss, es ist ein ziemliches Kuddelmuddel tatsächlich. Also es ist wirklich, also da ist quasi das Mikrofon in diese Kabine reingehängt und die Personen, die da drin sind, haben nur so ungefähr eine Ahnung, also zumindest so, wie ich das jetzt rausgelesen habe, in welche Richtung dieses Hörspiel geht. Also ich habe es mir so ein bisschen wie bei Curb Your Enthusiasm vorgestellt, dass da quasi eine Richtung vorgegeben ist, dahin geht die Geschichte jetzt. Na, dann legt mal los und dreht mal frei. Also es ist ja, letztlich. Und die Figuren wurden, glaube ich, vergeben, oder? Also dass man denen die grobe Charakterisierung mitgegeben hat, wie die Figur aussieht. Genau, so ein Sheet quasi. Und daraus haben dann die Schauspieler dann das gemacht, was man dann vor sich hat und eben auch miteinander gemacht. Und das ist das Schöne an diesem Ding tatsächlich, das Aufeinanderprallen dieser verschiedenen Figuren. Ja, das dann natürlich auch deutlich over the top dann ist. Das muss aber auch, finde ich, sein in so einem Stück. Das geht auch voll okay. Und wie gesagt, passieren dann eben so einige Dinge. Unter anderem taucht dann da natürlich die Stimme aus dem Off auch auf. Also der obligatorische Techniker, der sich dann über den Knopf meldet und der ein ganz besonderer einer ist. Mhm. Und dann ist es natürlich auch sehr selbstreferenziell. Es geht sehr viel ums Wulfi Office dann noch. Was ich auch lustig fand, ist die dahinter steckende Werbeidee. Es soll nämlich Leitern verkauft werden. Hm. Witzenleiter. Ne? Ja, da wird dann natürlich auch jeder Leiterwitz gekloppt. Aber lustig ist halt, dass man dann immer wieder versucht, in diese Ernsthaftigkeit dieser Präsentation irgendwie reinzukommen. Was dann verzweifelt immer misslingt, tatsächlich, da wieder irgendeine Form von Normalität reinzukriegen. Ja, worauf man sich halt einstellen muss, es ist ein Impro-Hörspiel, sprich, die drehen auch wirklich frei. Das heißt, das folgt dann auch an irgendeiner Stelle nicht mehr so dem, wie man sich das so vorstellt, also den Regeln der intuitiven Normalität, sondern da wird auch wirklich dann freigedreht und das finde ich aber auch in Ordnung tatsächlich. Mir hat es größtenteils Spaß gemacht, ab und dann hat so kleinere Hänger gehabt, sage ich jetzt mal. Aber also ich finde, das kann man sich gut anhören. Wenn man so ein Herz für so Hörspielexperimente hat, ist man da ganz gut aufgehoben. Ja, das muss ich auch sagen. Also das hat mir von dem Ausgangspunkt ganz gut gefallen, dass es halt wirklich, ja, dass man die Leute einfach mal machen lässt und da auch viel Schönes da geboren wird. Und ich bin ja normalerweise so ein Verfechter eines ausgetüftelten, ausgeklügelten Skriptes, aber hier habe ich mich dann auch
von dem Spiel treiben lassen und fand das dann auch tatsächlich sehr unterhaltsam und sehr gut. Es ist natürlich, ist die Story ja im direkten Vergleich sehr dünn, weil man hatte halt, wie gesagt, nur so den Kniff anscheinend, den man halt so als Idee hatte, und alles, was da drumherum sich rankt, ist halt wirklich frei gedreht. Und ja, aber das macht tatsächlich Laune. Wir haben jetzt tatsächlich nur die Streaming-Edition gehört, die 55 Minuten. Ich weiß nicht, wenn man die Deluxe-Edition gehört hat, mit 143 Minuten, was ja schon deutlich mehr ist, ja fast das Dreifache, ob das so, mich das dann noch so abgeholt hätte. Weiß ich auch nicht, ja. Weil also ich glaube, so mit 55, das ist so gerade so die Grenze, wo es noch erträglich wird und wo es dann nicht irgendwann zu ausufernd wird. Ja, also mir ging es auch so. Ich habe auch gedacht. Also zumindest so gute Idee, das einzudampfen und da nicht zu sagen, hier, mehr ist mehr. Nee, da, also das war schon, dass man da so eine Auswahl trifft und das bisschen, ja, wenn man schon vorher keine Dramaturgie da reinsetzen konnte, aufgrund des Formats, dann auch zumindest später im Schnitt dann da versucht, ja, dem Ganzen ein bisschen eine Frisur zu verleihen. Ja. Frisur zu verleihen ist gut, ja. Das trifft ziemlich gut, ja. Ja, doch. Nettes Ding. Fand ich auch, ja. Ja, ebenfalls nett. Beim WDR gab es ein Hörspiel Algor Mortis, Hirnfrost, ein neues Hörspiel von Nina Meyer und Felix Engelhardt. Darin geht es um das Einfrieren von Lebenden, um sie nach einer gewissen Zeit wieder ins Leben zu holen, um zum Beispiel irgendeine Krankheit zu umgehen, die dann vielleicht jetzt noch nicht heilbar ist, aber in irgendwann später Zukunft. Und so ist es auch ein Familienoberhaupt, der hier eingefroren werden sollte. Die Familie kommt jetzt in diese Firma, die dieses Einfrieren halt vornimmt, die Hibernatus GmbH, die sich eben um diese Kryonik kümmert, und ja, nur hat man da jetzt einen Fehler gemacht, denn eigentlich wollte dieses Familienoberhaupt komplett eingefroren werden, man hat aber nur den Kopf eingefroren, und jetzt geht es dann schon los, denn die Familie ist natürlich da heil entsetzt darüber, dass man hier den letzten Willen dann so massiv mit Füßen tritt, und ja, dann entspinnt sich ja ein kleines Kammerspiel mit dieser dreiköpfigen oder noch dreiköpfigen Familie, eigentlich sind es ja vier Köpfe, weil der eine Kopf ist ja auch noch da, aber der hat halt hier keinen Text, also es sind vier, Moment, Mutter, die zwei Kinder, und dann kommt als vierte Person kommt noch diese arme Mitarbeiterin, die diesen Fehler gemacht hat, hinzu, die jetzt am Wochenenddienst halt quasi jetzt die Kohlen aus dem Feuer holen muss und dann auch nur so einen losen Kontakt mit ihren Kollegen bzw. mit ihrer Chefin hat. Aus diesem Disput wird es dann auf einer ganz besonderen Ebene doch auch ziemlich ernst, und man diskutiert quasi dann auf einer vor dieser Folie dieses etwas humorig skurrilen Themas oder beziehungsweise dieses Plots, dem es hauptsächlich um die Familienstreitigkeit geht. Da steckt dahinter so eine sehr ernsthafte Ebene, wo es halt um diese ethischen Fragen geht. Was macht man damit, wenn man so eingefroren ist? Wo ist denn der Tod? Wo endet denn der menschliche Wille? Alle diese Fragen, die werden da aufgeworfen und mit sehr interessanten Gedankengängen auch beantwortet. Und das Ganze dann trotzdem eingebunden in diese doch eher leichte Folie, fand ich ganz faszinierend, wie schön man dieses Thema hier aufbereitet hat und wie eingängig es gelingt, mit diesem leichten Stoff, beziehungsweise diesem leichten Format, diesen ernsten Stoff, so rum ist es richtig, rüberzubringen. Das hat mir tatsächlich richtig gut gefallen. Wie gesagt, wirklich interessante Gedanken, sehr schmackhaft dargeboten. Ja, würde ich euch empfehlen, da reinzuhören. Ihr findet das beim WDR als auch in der ARD Audiothek, könnt ihr das noch hören. Ist am 10.09. auch im Radio gelaufen, aber wie gesagt, zum Download oder Nachhören findet ihr das in den Streaming- und Download-Angeboten von ARD und WDR. Ich bin so popkulturell verstrahlt, dass ich da immer an Futurama denken muss. So, ich sowas höre. Klingt aber spannend, ja. Ja, also das war morgen. Der Science-Fiction-Podcast kam auch noch mit einer vierten Folge oder ein viertes, für Folge kann man nicht sagen, weil das ist losgelöst von den anderen. Wir hatten ja im letzten Orcast schon von den Giri-Ort-Hörspielen von dieser Trilogie mit dem Gedankenraum gesprochen, und es gab jetzt noch ein viertes Hörspiel, was jetzt losgelöst davon ist, Zwischen den Zeiten heißt es, ist auch von Giri-Ort, ist ebenfalls eine SDR-Produktion aus dem Jahr 1992.
Darin geht es um Jan Markov. Der wird in einer Institution beobachtet, denn er hat ein Problem. In seinem Kopf geschehen merkwürdige Dinge. Für ihn kommt es vor, als würde die Zeit anders schnell bzw. langsam vergehen als die Realzeit, die er sonst wahrnimmt. Für ihn ist alles ja elend langsam, was in der realen Welt passiert, weil er viel schneller denkt. Und das führt dazu, dass er halt jetzt beobachtet wird. Man stellt dann so nach und nach fest, naja, das ist nicht nur eine Beobachtung. Hier geht es dann doch um mehr. Seine Frau oder Freundin, die wird halt mit da hineingezogen und ja, soll da dem Institut helfen, zur Seite stehen. Und da stellt man dann fest, naja, da ist auch nicht so alles ganz im Klaren. Und was da passiert, ist schon ein bisschen merkwürdig. Ja, die Frau trifft dann eine oder soll eine merkwürdige Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung, ja, die hat sehr starke Auswirkungen. Und jetzt, bevor ich den Twist ganz verraten habe, hört euch das an. Ich fand es wirklich, wie die letzten drei Jiri Ort-Hörspiele auch, einen sehr durchdachten Plot, sehr interessant, sehr clevere Idee, sehr gut weitergesponnen. Ja, wird euch das, also wenn euch die ersten drei da gefallen haben aus dieser Trilogie, hier den losgelöst davon, doch auch empfehlen wollen, fand ich sehr spannend, sehr unterhaltsam und einen sehr, sehr cleveren Plot. Schön. Wie überhaupt, der Podcast muss man immer wieder lobend erwähnen, tatsächlich. Ich höre den momentan auch sehr gerne. Hab jetzt auch irgendwie alte Folgen noch nachgeholt. Ja, doch, das machen die wirklich gut. Die zwei suchen sich schöne Sachen aus, ja. Das stimmt. Ja, solange kein Mucks Pause macht. Ja, eben, genau. Ja, ist das ein sehr, sehr schöner Ersatz in Tüttelchen. Hat ja eigentlich nichts miteinander zu tun, aber irgendwie vom Feeling her ist es bei mir irgendwie trotzdem nah dran, obwohl das eine... Ja, weil es halt auch so gute alte Archivstücke sind. Ja, irgendwie schon. Ja, dann zum jungen Sherlock Holmes. Folge 15 kam heraus am 8.9. Das Medaillon von Shadwell. Eine Geschichte von David Bredel und Florian Fickel hat das Ganze für Fluff umgesetzt. Und ja, wir sind im Hause Holmes. Mycroft ist zu Besuch und hat einen Auftrag für seinen Bruder. Und zwar ist sein Chef einer Leidenschaft verfallen, nämlich alte Dinge zu sammeln. Und ihm ist dabei etwas über den Weg gelaufen, nämlich ein Medaillon, das diverse Jahrhunderte auf dem Buckel hat und im Hafenbecken gefunden wurde. Ja, aber der Verdacht im Raume steht, dass dieses Medaillon gefälscht sein könnte. Sherlock guckt sich das Ding an und sagt, ja klar ist das gefälscht. Tja, das reicht aber tatsächlich nicht, denn der Chef oder Mycroft in diesem Fall als der Vermittler, sage ich jetzt mal, möchte dafür Beweise haben. Also Sherlock und Victor begeben sich auf Spurensuche und landen dann auch in einem Teil von London, ja, so ein bisschen so ein verruchterer Teil, wo sich viele Seeleute auch rumtreiben. Landen da unter anderem in einer Spelunke und unterhalten sich da mit einem Seemann, kommen da eben auf eine ziemlich spannende Spur, folgen dieser und geraten dann, ja, wie es halt gerne so ist, auch beim jungen Sherlock Holmes, deutlich in Schwierigkeiten, als sie eben, ich glaube, da kann man die Sache, die Katze aus dem Sack lassen, weil es ja relativ am Anfang schon klar ist, dass das Ding gefälscht ist, ja, von einer Fälscherwerkstatt. Und das ist aber auch wieder sehr schön gesponnen, weil durch diese Figur dieses Seemanns da auch was Emotionales mit reinkommt und eine andere Verbindung da nochmal geschlungen wird, als dass man dann irgendwie nur diese Verbrecher gegen die Guten in Tüttelchen hat, sondern da auch so ein bisschen so Grautöne aufgezeigt werden, dann weiß man nicht so genau, die Frau, in die dieser Seemann verliebt ist, ob die damit drinsteckt oder nicht. Also es sind so ein paar Sachen, die da im Schatten noch gelassen werden. Und ja, dann kriegt das Ganze noch ein schönes Finale und ja, was soll ich sagen, auch wieder eine gute Folge. Ja, jetzt nicht eine der besten, aber es trotzdem, das ist eine hammergute Serie, die mir immer sehr, sehr viel Spaß macht und auf die ich mich völlig zu Recht wirklich auf jede Folge freue, weil die liefert wirklich konstant ab und macht mir wirklich Spaß, muss ich sagen. Cool. Doch. Apropos, gute Serie. Was sagst du denn zu den drei Senioren? Auf was ich mich ja auch immer freue, sind die drei Senioren, auch wenn sie in meinen Augen zumindest ein bisschen geschwächelt haben zuletzt. Jetzt kam die Folge 18 raus, Handschrift des Todes. Erik Albrot hat natürlich wieder die Vorlage geliefert und Christoph Piasecki und Contendo haben das Ganze umgesetzt. Und ja, auch da habe ich erstmal wieder gezuckt. Auch die Folge, 83 Minuten für eine Drei-Senioren-Folge. Ich weiß nicht, ob das jetzt zum Regelfall wird. Ich fände es echt schade, weil
der Serie, finde ich, dadurch einiges von ihrem, es merkt man, einiges von dem Charme so ein bisschen verloren geht. Aber es geht damit los, eine sehr merkwürdige Geschichte. Und zwar stolpern die drei Senioren über Trauernde, sage ich jetzt mal, über das kommen sie eben zu diesem Fall überhaupt, auf merkwürdige Grabinschriften. Und zwar taucht da immer mit dem gleichen Siegel, sage ich jetzt mal, also mit der gleichen Unterschrift in Tüdelchen oder der gleichen Abkürzung, auf diversen Grabsteinen Sprüche auf, die eigentlich nicht in Auftrag gegeben wurden. Also eine ganz merkwürdige Geschichte. Mhm. Klingt auch erstmal irgendwie verkünstelt, aber das hat tatsächlich einen relativ auch wieder in Tüdelchen triftigen Grund, der dahinter steckt. Ja, und so werden sie halt vorstellig erstmal bei denen, die eben diese Grabsteine natürlich gemacht haben und versuchen da an die Auftragsbücher ranzukommen und schaffen das auch in, ja, ziemlich haarsträubenden Situationen auch. Interessant ist bei dieser Folge, der Fokus ändert sich komplett, denn dieses Mal steht der Praktikant im Mittelpunkt und erzählt diese Geschichte, was erstmal ein schöner Move ist, finde ich, irgendwie, und eine andere Schauseite präsentiert, weil da eben dann auch, also nicht von innen, sondern so ein bisschen von außen auf die drei Senioren geguckt wird, eben von Seiten dieses Praktikanten, der auf seine Chefs dann und Chefinnen nochmal ein ganz anderes Auge hat. Das ist tatsächlich interessant und durchaus ein charmanter Zug, der mir gut gefallen hat. Ja, aber es wird dann doch ziemlich düster und Heidewitzka kriegt dann auch eine ganz schön drastische Wendung, die mir persönlich vielleicht ein bisschen drüber war, muss ich ganz ehrlich sagen. Also in diesem Kosmos, da diese Figur, um die es dann letztlich geht, fand ich fast schon ein bisschen zu dolle. Ja, aber das mag eine persönliche Geschmacklichkeit tatsächlich sein. Das möchte ich jetzt im Hörspiel nicht vorwerfen. Was dieses Ding hat, ist tatsächlich mal wieder ein paar sehr schöne, lustige Szenen. Also ich habe wirklich sehr gelacht bei der Szene, als sie da im Altenheim auf diesen alten Militärangehörigen da treffen. Das fand ich tatsächlich sehr lustig. Das hat mir gut gefallen. Das war so mein Humor. Und gegen andere Sachen wieder eher weniger. Ja, aber auch das ist eine Geschmacklichkeit. Das möchte ich auch nicht vorwerfen. Eher dann dafür loben, dass diese Szene so gut war. Also die fand ich wirklich sehr lustig. Und das muss man gehört haben, finde ich. Ja, auch ein Kompliment, also Verdichtung zum Finale. Das funktioniert alles. Aber halt, also insgesamt, mir persönlich ist das Ding zu dick irgendwie. Also ich fände es schöner, wenn man zu dem alten Format wieder zurückfinden würde, was dann eben auch mehr Tempo bringt. Ein paar Szenen, die ich für zu lang gestreckt oder als überflüssig ist jetzt vielleicht zu viel, aber ja, wo die Dialoge einfach zu lang gestreckt sind, finde ich, wo man doch, finde ich, hätte einiges kürzen können, dann wäre das noch ein bisschen knackiger geworden und ja, wäre mein Wunsch, wenn ich einen ausrichten dürfte für die Zukunft, das wieder so ein bisschen einzukürzen und sich da vielleicht wieder auf das, finde ich, schönere Format dieser kurzen, knappen 40 Minuten irgendwie runterzubrechen. Das fände ich toll. Da würde ich mich freuen, ja. Dann hätte ich auch noch mehr Spaß dran. Würde auch zur Serienidee passen eigentlich. Irgendwie schon, ja. 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 Trotzdem besser als die vergangene Folge. Na gut. Fand ich. Ja. Ja, bei der schwarzen Serie gab es auch was Neues. Es ist ja auch so eine Serie, die wir immer gerne hören und auch damit schon einigen tollen Sachen überrascht wurden. Also auch gerade die letzte Folge hatten wir sehr positiv im Ohr und jetzt geht es um die Vertonung der Kurzgeschichte Die letzte Fahrt der Carnatic von A.J. Mortmann, oder ist es vielleicht ein Deutscher? A.J. Mortmann? Ja, Mortmann, schreibt mit zwei N, wird ein Deutscher sein, denke ich mal. Und Eve Holland hat das wieder bearbeitet. Und darin geht es um den Matrosen Jim Norgren, der ja auf einem Boot anheuern möchte und von Rio de Janeiro soll die Fahrt nach Batavia gehen. Und seine Tante Trudi, die ist hellsichtig und hatte ein paar merkwürdige Träume, die so ein bisschen veranlassen zu sagen, hier, pass ein bisschen auf, ich habe da schlecht geträumt von, ich glaube, das geht nicht gut. Und trotzdem macht sich Jim Norgren dann auf die Fahrt und heuert dort auf dem Schiff an, der Kapitän namens Clifford, der hat ja das Kommando und frisch geheiratet und seine Frau, die nimmt er auch mit, eine junge Frau, die auch sehr eloquent ist und sehr beliebt ist. Ja, es kommt, wie es kommen muss. Der Titel deutet es ja schon an und auch Tante Trudi hat es ja schon angedeutet, es passiert was Schlimmes und so passiert es auch, denn dieses Schiff läuft auf Eis, wird im Eis eingeklemmt und ja, die Mannschaft rettet sich. Das Problem, man stellt dann später fest, nachdem man die Mannschaft auf zwei Rettungsboote verteilt hat und weggerudert ist,
ja, irgendwie ist die Frau des Kapitäns verschutt gegangen, denn der Kapitän hat gesagt, sie sollen das eine, also der eine soll sich darum kümmern, dass sie in das zweite Rettungsboot kommt, und sie hat aber dann gesagt, sie wollte dann lieber zu ihrem Mann ins Rettungsboot, und dadurch war sie am Ende dann in keinem Rettungsboot. Und ja, jetzt ist das Problem, man ist selbst quasi schiffbrüchig und weiß jetzt noch auf dem Schiff, was jetzt da irgendwo im Eis rumliegt, ja, ist noch diese Frau alleine. Und was denn nun? Und ja, sie werden dann gerettet und machen sich jetzt auf eine Mission, dieses Schiff wiederzufinden. Und das dauert geraume Zeit. Aber irgendwann passiert es dann, dass das Schiff am Horizont auftaucht und sie fahren dann hin und steigen an Bord. Und dann, ja, das hört ihr dann bitte selbst, fand ich eine sehr interessante Geschichte, weil hatte ich davon noch nie gehört, war mir vollkommen unbekannt. Und B, fand ich tatsächlich vom Flair her ziemlich gut gelungen. Einzige, es war so, der ein oder andere Sprecher war dabei, der mir nicht so ganz zugesagt hat, aber sei es drum. Aber das war so auffällig in dem sonst guten Ensemble, hat das so ein bisschen rausgestochen. Aber ja, ich fand die Story sehr toll, und es hat mich tatsächlich beim Hören so gewundert, warum hat man die nicht noch weiter erzählt. Das Ende ist vielleicht ein bisschen, lässt dann so ein bisschen zwiespältig zurück, weil ich habe die Verbindung nicht hingekriegt zwischen der Frau und der Eloquenz der Frau, der Tragik dieses Schicksals und dem, was dann am Schluss passiert. Also das war ja so ein bisschen schwierig. Aber sei es drum, ist wie es ist. Die Story ist nun mal so, und ja, also ich würde es gerne weiterempfehlen, und ich mochte es doch sehr gerne hören. Ja, hat mir auch gefallen. Also hat auch sehr schöne Momente und Ideen drin. Also das mit dem Spinett zum Beispiel, das ist sowas, hat sowas Schauriges. Und auch der Verlauf der Geschichte ist ungewöhnlich irgendwie, ne? Dass das so wellenförmig funktioniert irgendwie. Also, dass sie dann quasi aufgeben müssen und dann nochmal neu ansetzen müssen. Das fand ich auch irgendwie speziell. Und dann eben auch die Frau mit dabei ist, was auch überraschend ist in dem Zusammenhang. Ja. Spannend, ja. Hat seine Momente. Mir hat das mit dem Spinett nicht so, mir hat das Idee mit dem Spinett zwar gut gefallen, aber die Umsetzung fand ich irgendwie nicht so. Das Spinett hat irgendwie komisch geklungen, fand ich. Ja, das ist aber mein Klaviergemecker. Das ist, das möchte ich dem Hörspiel nicht anlassen. Nee, hat mir aber auch wirklich gut gefallen, und ich habe mich tatsächlich auch mehrfach gewundert, warum das Gruselkabinett zum Beispiel noch nicht drüber gestolpert ist. Ja. Ja. Spannend, schönes Ding. Ja, so, du darfst wieder. Ach, darfst du da jetzt Sektion Werwolf eintauchen? Oh mein Gott. Ja. Ja. So, meine Damen und Herren, wir eröffnen für Sie die Sektion Werwolf. Das Wort hat Martin. Bitteschön. Ja, ich habe auch noch hintereinander, glaube ich, zwei Werwolf-Hörspiele gehört. Ich habe tatsächlich, ich weiß nicht warum, ich habe den Werwolfstein tatsächlich gehört, die Geisterschau. Also es hat mich, als du mir das heute geschrieben hast, also wir machen es ja immer so, dass Martin mir dann sagt, was er gehört hat, damit ich das in unsere Liste mit eintragen kann. Ich dachte, wieso hat er denn den Geisterschauer gehört? Was ist denn da passiert? Aber gut, ich will dich weiter stören. Weil es ein Christoph Schwarz ist, natürlich. Moment. Ja, eben. Ja. Gunter Ahrensen ist ja für die Christoph Schwärzer zuständig, hat auch die Vorlage für selbigen geliefert. Und Markus Zopf hat das Ganze ins Hörspiel umgesetzt. Ja, worum geht's? Also einmal schön an Christoph Schwarz ist, finde ich, das spielt in Deutschland. Das heißt, das hat irgendwie immer sowas so das klingt total bescheuert, was bodenständig. Da ist man halt in Magdeburg, also genau in Eggenstedt bei Magdeburg. Und da taucht halt so ein Werwolf auf, der fotografiert wird, und das geht durch die Presse, und da tummeln sich dann diverse komische Leute, die diesem Werwolf nachjagen, und natürlich ist auch Christoph Schwarz, bimmeln da sämtliche Alarmsirenen, denn er hat, jetzt begebe ich mich auf sehr dünnes Eis, da ich diese Geschichte nicht kenne, hat da so eine Vergangenheit mit dem Werwolf von Eppraath und H2, das ist so ein geheimes Programm, in dem so Werwölfe irgendwie gezüchtet wurden, irgendwie sowas. Mhm. Oha. Ich höre sie schon mit dem Mistgabel draußen stehen. Ja, also ich habe es nicht ganz gerafft, ist aber auch nicht so wichtig. Also es gibt eine Vergangenheit, Christoph Schwarz hatte mit diesen Leuten zu tun, ganz alle ganz böse.
und hier Verschwörung und hat alles irgendwas mit Werwölfen zu tun. Deswegen liegt es halt nahe, dass da jetzt auch wieder, dass da diese Leute wieder am Machen sind. Und dann bekommen sie es wieder mit einem Hauptkommissar zu tun, mit dem sie auch schon mal zu tun hatten. Und da ging es um den Nixon-Fall. An den habe ich mich tatsächlich noch erinnert. Der war nämlich auch in Magdeburg. Und jetzt fand ich verrückt. Christoph Schwarz und diese Conny Blank, das ist seine Mitarbeiterin, Kollegin, die ja auch bei den Nixon mit zu tun hatte, die befragt dann erstmal die Nixon. Die jo, geht dann zu diesen Nixon auf dem Boden und fragt mal, na, was ist los bei euch, Nixon? Und die sagen dann auch, ja, da können wir helfen, denn ja, mit diesem Werwolf, ja, da wissen wir auch irgendwie Bescheid. Und so bekommen die halt so Input von mehreren Seiten, was es mit diesem Werwolf auf sich hat. Und letztlich geht es halt wie immer drum, wer ist der Werwolf? Ja, und steckt eben vielleicht doch diese H2 dahinter. Und ja, das wird dann im Endeffekt in diesen 61 Minuten ausgefochten. Ja, man muss schon wirklich ein Herz für Fantastik haben, um dieses Hörspiel ohne Kopfschütteln zu verstehen. Da muss man halt akzeptieren, ja, da wohnen halt die Nixon in Magdeburg und ja, die Werwölfe, da gibt es so eine Geschichte und gleichzeitig gibt es noch diese Verschwörung da im Hintergrund. Es ist halt so. Da tue ich mich halt ein bisschen schwer, so als Außenstehender, sage ich jetzt mal. Ich habe es trotzdem durchgehalten und ja, das ist okay, wenn man so diese Spitzen akzeptiert und einfach hinnimmt. Ah, das ist schon hanebüchen. Muss ich sagen. Also, das ist nicht meins. Aber ja, habe ich mal wieder einen Geisterschocker zwischendurch gehört und festgestellt, also es ist nicht meins. Aber gut, das findet seine Fans, ist voll okay. Die können das gerne hören. Ja, also es sei aber wirklich nur denen ans Herz gelegt, die ein sehr großes Herz für Fantastik und Nixon und Werwölfe haben. Wer hat das nicht? Ja, ne? Also genau in dieser Mischung. Trifft auch viele zu, ja. Ja, ja, und dann, es ist ja nicht dabei geblieben, Vollmond über Maidstone heißt eine Folge der Holmes & Watson Mysteries, die Folge 33 von Tanja Brink bei Hermann Media. Und ja, da geht's um... Tadadada. Etwas Ähnliches. Es geht damit los. Ganz interessant. Dr. Watson leistet einem, nicht einem Kriegskameraden, sondern dem Sohn ein letztes Geleit. Der wird dort nämlich beerdigt in Kent und fährt dahin. Da ist der Sarg aufgebahrt und da eröffnet sich den Anwesenden gar Schreckliches, denn der Leichnam ist nicht mehr so ganz vollständig. Und so gehen halt die wilden Spekulationen los. Wer denn dahinter stecken könnte, ob denn tatsächlich da ein Werwolf sein Unwesen treibt oder irgendetwas anderes. Und ja, ganz klassisch, Holmes kommt dazu und guckt sich das an und zieht seine Schlüsse. Und auch da letztlich die Frage, wer steckt dahinter? War es ein Werwolf? Und wenn ja, wer ist der Werwolf? Ein Whodunit quasi. Huh, Werwolf it. Ja. Ja, das fand ich deutlich gesetzter und angenehmer, aber das ist jetzt natürlich doof, das zu vergleichen. Das sind zwei komplett unterschiedliche Settings. Das eine ist halt so dieses gediegene Sherlock-Holmes-Setting, ja, in diesem historischen Ambiente, sage ich jetzt mal. Und das andere ist halt schon eher so das Knalligere im Hier und Jetzt mit bunten Farben gemalt und mit Nixon obendrein. Hm. Deswegen schwierig vergleichbar. Also ich bin schon deutlich mehr, habe ich gemerkt, in diesem Holmes und Watson beheimatet. Auch wenn ich die Folge jetzt nicht überragend fand, das kann man sich ganz gut anhören, aber also so richtig gerissen hat es mich dann letztlich auch nicht. Dafür waren mir dann da auch zu viele bekannte Elemente irgendwie mit drin. Also das war jetzt keine große Überraschung, was ja bei Holmes und Watson Mysteries manchmal der Fall ist, dass man da dann immer nochmal überrascht wird, was ich der Serie dann auch immer zugute halte. Hier ist es halt eher so klassisch Holmes mit Werwolf. Ja, kann man aber mit seiner Freude haben. Also so ist es nicht. Ich kann mir das immer noch nicht vorstellen. Klassisch Holmes mit Werwolf. Musst du die anhören. Es klingt einfach falsch. Hast du denn endlich mal diese Vampirfolge gehört? Nein, immer noch nicht. Hör dir bitte mal diese Vampirfolge an. Ja, ich muss da mal dran denken. Ja. Ich sag hier immer, ich könnte mir das jetzt einfach auf meinen Zettel. Ich habe nämlich jetzt, wir werden nämlich jetzt Off-Topic-Shownotes machen. Deswegen schreibe ich jetzt immer fleißig mit wieder. Okay. Und da kommt jetzt auch dann Dracula. Nee, wie war's? Nee, nur Vampir. Ja, ist Dracula, ja. Okay. Letztlich geht es um Dracula, ja. Ich werde suchen. Holmes and Watson Mysteries Dracula. Die heißt Dracula? War das nicht sogar Folge 10? Ja, ich glaube, also hätte ich jetzt auch gedacht. Also es war so irgendwie, hätte ich gesagt, das war so der im unteren zweistelligen Bereich auf jeden Fall. 10 oder 12, irgendwie so. Mhm. Ja. Dann bin ich dem Krimi-Fach diesmal ohne Werwolf treu geblieben und habe Lefevre und Murphy gehört.
mag ich ja die Serie tatsächlich. Folge 4, der Smörebrötskandal. Das klingt ziemlich bescheuert, ist aber nicht. Von Markus Meisenberg bei Hermann Media. Und zwar, der Smörebrötskandal wird so benannt aufgrund des Smörebröts, das auf verfänglichen Bildern drauf ist. Also, es geht damit los. Es geht in den Hochadel, und zwar der dänische Kronprinz bittet Lefebvre und Murphy um Hilfe. Also es ist so, sie kommen in Dänemark an und haben da eben, wie gesagt, einen Auftrag bringt sie dorthin. Und alles ist doch sehr unter Geheimhaltung. Keiner will so recht mit der Sprache rausrücken, bis dann eben die Verschwiegenheitsklausel unterschrieben ist. Und dann geht's eben ja in die Vollen. Es ist nämlich so, dass der dänische Kronprinz in einer Bredouille steckt. Er liebt nämlich eine Frau und möchte mit diesem Verhältnis quasi an die Öffentlichkeit gehen. Aber da hat sich jemand dazwischen geschaltet und hat Fotos erpresserisch geleakt. Also er erpresst den Kronprinz mit verfänglichen Fotos von dieser Dame. Und diese Fotos sind manipuliert worden. Also so Deepfake-Fotos. Und auf diesen Deepfake-Fotos sieht man eben ja diese verfängliche Situation, die ich jetzt nicht näher beschreiben will, aufgrund meiner Kinderstube. aber als ein Accessoire liegt da unter anderem ja ein Brot auf dem Nachttisch, was halt so in so eine Richtung deutet. Und das lenkt im Endeffekt auf die Boulevardpresse so ein bisschen. Und ja, so sehen Lefebvre und Murphy, die Probleme erstmal haben, in diesem Fall zurechtzukommen, weil sie eben nicht die Freiheiten haben, die sie sonst haben. Sondern ja, es muss halt alles unter Verschluss sein und sie sind so ein bisschen unter der Kandare von den Bediensteten und dürfen deswegen nicht ihren eigenen Ermittlerschritten so folgen, sondern müssen auch so ein bisschen drauf gucken, was überhaupt möglich ist. Und so schleusen sie sich eben bei der Presse ein und landen dann halt im Boulevardgenre, weil da eben vermutet wird, dass da die Fotos herkommen, um da irgendwie Gewinn draus schlagen zu können. Und landen da halt, ja, Kommissar Zufall ein bisschen, tatsächlich so in einem Wespennest, wissen sie aber noch nicht. Ich glaube aber, so viel Spoiler mag gestattet sein. Und dass es eben dann für beide, vor allem für Murphy, dann doch ziemlich tatsächlich lebensgefährlich wird. Ja, fand ich auch wieder eine schöne Folge. Ist vielleicht ein bisschen drüber, was das Setting anbelangt, aber habe ich trotzdem abgenommen, sage ich jetzt okay. Mal. Klingt jetzt bescheuert. Ich bin aber auch jetzt nicht so im Hochadel unterwegs, dass ich jetzt hier da die ganzen Leute zuordnen könnte. Das ist, glaube ich, schon, hoffe ich doch mal, alles ausgedacht. Also auch die Namen. Ja, zumindest die Namen passen irgendwie nicht so ganz. Klingt eher nach Belgien als nach Dänemark. Aber Christian zu Dänemark. Christian Waldemar Henry John Prinz zu Dänemark. Den gibt es wirklich. Echt? Das ist ganz schön deutlich. Ja, ist der älteste Sohn von Kronprinz Frederik von Dänemark. Okay. Vielleicht gibt's da ja dann tatsächlich, Markus Meisenberg, wenn du uns zuhörst, gerne melden, in Realitas ein Vorbild tatsächlich. Also, dass es da irgendwie einen Skandal oder sowas gab, vielleicht. Oder okay. Er hatte Einblicke und hat das selber geleakt. spannend. Also, kannst du uns gerne schreiben? Ja, würde mich interessieren. Ja, also, wie gesagt, auch hier wieder vielleicht ein bisschen drüber, aber ist okay. Wie gesagt, ich habe es abgenommen. Also hat mich während des Hörens tatsächlich nicht so groß gestört, dass man da auch in Geheimdienstkreise und so weiter vordringt und dass alles eben doch deutlicher aufgeladen ist. Funktioniert mit den beiden tatsächlich. Ja, auch, dass das dann ziemlich drastisch wird, wie schon gesagt, Lebensgefahr und so weiter. Doch, interessant. Fand ich gut. Cool. Apropos fand ich gut. Auch die Midnight Tales 82, die fand ich gar nicht so schlecht. Grizzly des Grauens. Der Titel hat mich ein bisschen abgeschreckt, muss ich ehrlich zugeben. Aber was man dann zu hören bekommt, fand ich dann, zumindest in dem Genre, in dem es spielt, doch sehr hörbar, sehr kurzweilig. Kein Hörspiel des Jahres, aber doch ja, eine nette Dreiviertelstunde, die man da vor dem Empfängnisgerät verbringen konnte. Es geht um einen Ausflug von zwei Pärchen, die in der kanadischen Wildnis unterwegs sind, ja, da einen launigen Campingurlaub verbringen. Hat
hat so ein bisschen diese typische lange Auffahrt, die man so von auch von Stephen King Sachen zum Beispiel kennt, dass man also erstmal so ein breites Setting bringt, in dem eigentlich noch nicht viel passiert, in dem eigentlich die Figuren erstmal so locker vorgestellt werden und so vor sich hin blinkeln. Dann kommt, was man am Titel so ganz leicht ahnt, es kommt ein Grizzly und fängt dann da so ein bisschen an, in den Menschen ein bisschen rumzustöbern, und das geht nicht für jeden da gut aus. Und die Gruppe wird dann auseinandergerissen, im wahrsten Sinn des Wortes. Sag mal. Ja, Entschuldigung, ist wie es ist. Hier, beschwer dich nicht bei mir. Frank Hammerschmidt hat es geschrieben. Der ist es schuld. Grüße. und dann passiert natürlich das, was in so einem guten Horrorfilm passiert. Es wird immer weniger auf der aktiven Seite und bis am Schluss dann nur noch, lass die Zahl mal offen. Aber dann gibt es eine doch sehr entscheidende Wendung, denn dieser Grizzly, das ist nicht das einzige Problem, was man feststellt. Und es ist auch nicht ein Solo-Problem, sondern er gehört zu einem größeren Ding, was dahinter steht. Aber wie das gelöst wird, also das hört ihr jetzt bitte selbst. Also ich bin ja jene, der euch hier alles verspoilern will. Ja, also fand ich tatsächlich sehr unterhaltsam. Genau das, was so ein Outdoor-Horror bringen sollte, ist hier drin. Und wie gesagt, Dreiviertelstunde sehr schöne Horror-Thriller-Unterhaltung. Outdoor-Horror, das gefällt mir. Ja. Das passt, ja. Also es ist genauso, so wie man es sich vorstellt. Also stimmt. Ich hätte es jetzt auch nicht anders erzählen können. Darf ich einen Kritikpunkt anbringen? Ja, sag es. Was mich immer ein bisschen nervt, ist, sind so direkte Anleihen. Oder also wenn direkt irgendwie Filme benannt werden oder irgendwie sowas benannt wird. Das hatten wir doch hier auch an irgendeiner Stelle. Stimmt. Das mag ich nicht. Aber das ist auch vielleicht eine Geschmacklichkeit. Ja, aber da bricht bei Frank der Nerd durch. Ja. Das schlägt der Nerd sich Bahn, das... Schäkel und Hype. Das fängst du auch jetzt immer ein. Der ist ja jetzt auch mehr als 25 Jahre alt. Das kriegst du aus den Leuten nicht mehr raus. Ja, sei ihm gegönnt. Ja. Ja, angefangen habe ich schon mit Wort und Mischwop. Mord und Wischmopp von Miriam Munster. Die WDR-Produktion, ein Zweiteiler, ein Cozy Krimi. Ja, kann aber dazu tatsächlich noch nicht so viel sagen. Hm. Du hast wahrscheinlich durchgehört, oder? Ich habe durchgehört, ja, tatsächlich. Ein Zweiteiler, der so ein bisschen, es erinnert so ein bisschen an die Krimis von Kai Magnus Ding, wenngleich es nicht diese Humorqualität hat, ist auch eher so ein bisschen... Der Humor ein bisschen abgeflachter, vielleicht eher so an die Königin von Langwitz, aber auch an die Genialität kommt man nicht dran. Aber man sagt es ja oder man nimmt es ja schon weg, es soll hier ein Cozy-Krimi erzählt werden, also so ein Wohlfühl-Krimi, der soll dann wahrscheinlich auch nicht allzu wehtun und nicht allzu viel polarisieren, sondern ganz einfach so weggesnackt werden können, ohne dass es viel Reibung gibt. Und wenn man von dieser Ausgangslage ausgeht, da muss man sagen, Ziel erreicht. Für mich war es dann tatsächlich ein bisschen zu flach hier und da. Es geht um einen Mord in einem Fotoclub und zwei Frauen, die hier die Hauptrollen sind, die eine Reinigungsfirma betreiben, die werden dorthin gerufen, beziehungsweise eine davon, und die räumt da auf, findet dann eine Leiche und wird dann auf diesem Wege so in die Ermittlungen mit reingezogen. Und die Ermittlungen sind dann im Rahmen dieses Fotoclubs und es gibt dann eine überschaubare Zahl von Verdächtigen. Ja, das Ganze ist sehr allgemein gehalten, sehr einfach erzählt. Man hat da wenig Stolpersteine drin. Es läuft alles sehr, sehr gut. Die Spannung, wenn es mal Spannung aufzukommen droht, versucht man die auch so ein bisschen zu deckeln und möglichst auch schnell aufzulösen. Es ist trotzdem von der Idee her ein guter Krimi dahinter. Das muss man schon sagen, aber mir war es dann doch so ein bisschen zu viel, ich will nicht sagen Hubert und Stalle, aber so Mord mit Aussicht, so gedacht, so wir versuchen jetzt mal so erfolgreiche Fernsehformate im Hörspiel zu übersetzen und das in irgendeine Bahn zu lenken. Also da hat mir sowas wie vom Kai Magnus Ding oder eben hier die Königin von Langwitz, wo man dann auch mal hier und da mal richtig auf die Kacke haut, hätte mir schon wesentlich besser gefallen. Aber wie gesagt, das war ja nicht der Sinn der Sache und ich
bin da in dem Fall auch nicht die Zielgruppe, die man da erreichen will. Und ja, man versucht hier ja ein bisschen was anderes. Ja, sei gegönnt. Ich weiß nicht, wie erfolgreich das ist, ob man diesen Erfolg dann überhaupt irgendwie mal messen kann und das über die ARD-Audiothek auswerten kann, ob das so erfolgreich ist und die Zielgruppe eben erreicht, die man damit erreichen will. Das muss man dann mal sehen. Das wird sich der WDR ja wahrscheinlich dann letztlich selbst bekannt können. Also ich fand es okay, aber leider auch nicht mehr. Also mir ist es bislang auch zu cozy. Ja, okay. Muss ich sagen. Ja. Ja, du hast gesagt, also ich muss auch an Langwitz denken. Ja. Also da geht schon mehr der Punk ab und das habe ich dann schon auch lieber. Naja, ich werde es trotzdem zu Ende hören. Ja, weißt du, was wir vergessen haben? Erzähl. Abenteuer und Wissen. Ah. Ich hatte es ja schon angeteasert. Auf einer Fahrt in den Süden nach Bayern haben wir den Wilden Westen gehört. Das passt irgendwie nicht so ganz, aber ja. Das ist ja irgendwie immer spannend und vor allem, wenn es dann eben nicht dieses verklärte Wilder Westen-Ding ist, sondern wenn es dann wirklich ums Echte geht, also was wirklich passiert ist, wie das denn kam, dass diese ganzen Glücksritter dahin kamen und natürlich von der Eisenbahn, um das geht's letztlich, alles beeinflusst wurde. Und das fand ich sehr, sehr spannend und nicht nur ich, das Kind saß auf der Rückbank, hat keinen Ton von sich gegeben, anderthalb Stunden lang. Und wir haben gebannt diesem Hörspiel in Tödelchen. Es ist ja schon eher ein Feature, also im Radio wäre es wahrscheinlich ein Feature am ehesten, gelauscht, dass in das halt dann immer mal so das inszeniert ist. Also das ist nie einfach nur blank, sondern da ist immer eine inszenatorische Idee dahinter. Und dann halt so ein paar so Hörspielszenen so eingeflochten noch zusätzlich. Ja, und die sind eigentlich immer toll, finde ich. Also wirklich jedes Mal, wenn ich da eine Folge höre, fühle ich mich da immer super informiert. Also ich lerne immer sehr, sehr viel Neues dazu. Das ist wie, wenn man so ein Was-ist-was-Buch liest irgendwie. Und finde das immer sehr angenehm zu hören, weil eben, wie gesagt, das nicht einfach blank irgendwie vorgetragen wird, sondern dass dann auch von tollen Schauspielern gesprochen wird und mit Musik und untermalt ist und Atmo mit reinkommt und das immer, also wird sich immer, finde ich, viel Mühe gemacht, da wirklich was draus zu machen. Und so wird halt hier vor allem die Geschichte des Baus der Eisenbahn quer durch Amerika erzählt, wo eben von zwei Seiten aus diese Eisenbahn gebaut wurde. Parallel wird natürlich die Geschichte der Indianer erzählt. Ganz toll, finde ich, gelöst. Bei Indianer zuckt man ja zusammen, sagt man ja heute nicht mehr. Es gibt so viele verschiedene Stämme. Und wie könnte man das denn jetzt sagen, um irgendwie die Native American alle zusammenzunehmen, ohne Native American zu sagen? Und da haben sie, finde ich, eine tolle Lösung gefunden. Sie greifen sich nämlich diesen Begriff raus und sagen, das richtet sich ja auch an Kinder, ja, in Tödelchen eigentlich schon. Also wenn ich jetzt denke, wie mein Kind zugehört hat, das kann man auch schon mit 7 oder 8 hören. Erklärt dann im Endeffekt, ne, also dass es problematisch ist, diesen Begriff zu verwenden, weil eben Kolumbus kam und Indianer genannt hat, dass das ja völliger Quatsch war. Die Indianer sich selber niemals Indianer nennen, dass es vor uns aber jetzt in diesem Fall einfach erleichtert ist und wir mit Indianern jetzt einfach die verschiedenen Stämme meinen, die als Native Americans und so weiter, wird halt einmal erklärt und dann danach gesagt, wir sprechen jetzt in Zukunft von den Indianern. Da kann man sich dann immer noch dran stoßen, aber finde ich gut, das wird dann einfach einmal rausgegriffen, erklärt und so machen wir das zukünftig. Fand ich eine relativ gute Lösung tatsächlich. Ja, weil ich hätte, das Problem ist, ich hätte auch keine bessere. Ja. Also, ich habe auch noch keine bessere gehört. Ja, und also es wird eben nicht nur das erzählt, sondern eben auch die Geschichte der Native Americans, die, wie krass das eben ist, wie denen das Land abgekauft wurde und wie sehr die Regierung da letztlich auch drin verstrickt war, dass eben diese beiden Eisenbahngesellschaften letztlich auch dazu gedrängt wurden, immer mehr Land zu kaufen und den Indianern abzukaufen. Also auch spannende Zusammenhänge, die ich auch so nicht wusste tatsächlich. Und es eben dann, damit geht's dann auch los, dieser eine Tag, wo eben die zwei Schienen dann aufeinander kamen und dann auch toll erzählt wieder. Da wird quasi eine Familiengeschichte so rausgegriffen von einem Arbeiter, der da dabei war und anhand von dessen Familiengeschichte auch die Geschichte Amerikas so ein bisschen erzählt. Also tolle Ideen da drin, die einen wirklich an der Stange halten in Tüdelchen und ja, das hat mir wirklich viel Freude bereitet, nicht nur mir, auch das ist auch was für die jüngeren Ohren und ja, das könnt ihr euch, insofern ihr euch für den Wilden Westen interessiert und mal irgendwie, also nicht eine romantisierte Version irgendwie von irgendwas, sondern wirklich so Hard Facts, aber die eben verpackt eine gute Inszenierung mal präsentiert haben wollt. Das war ein sehr langer Satz.
Hört euch das gerne an. Ja, Abenteuer und Wissen kann man, finde ich, immer empfehlen. Okay, ja, dann hätte ich jetzt auch noch was gehört. Das ist ein kleiner Bruch, denn ich habe ein Radio-Tatort gehört. Die Folge 181 auserwählt ist von Dirk Lauke und stammt vom MDR. Und darin geht es in das beschauliche Dörfchen oder Örtchen, Städtchen, wie auch immer, Lörben. Und in Lörben gab es vermeintlich einen Mord. Jedenfalls deutet darauf ein Eintrag auf Telegram hin. Denn dort wurde ein Mord gestanden und das Problem ist, es gibt aber irgendwie keine Leiche. Also man findet zumindest keine Leiche. Also es wird keiner vermisst, es ist keiner nirgendwo was aufgetaucht. Ja, aber trotzdem ist unsere Kommissarin Gesche Kraus vom LKA jetzt auf den Plan gerufen und soll dort ermitteln. Und in diesem Dörfchen Lörben, da ist momentan, wie gefühlt überall im Osten, wo es zumindest nimmt man das hier so im Westen wahr, du wirst vielleicht uns gleich deine eigenen Eindrücke schildern können. Ja, da ist so ein ganz krudes Konglomerat. Insbesondere hat man hier einen Blick auf einen ehemaligen Priester, der so ein bisschen in die Schwurbler-Ecke abgetaucht ist und ja, da in so einem Dunstkreis dieser Protestler, so nenne ich sie jetzt mal, also so eine Protestlergruppe, agiert und agitiert und sich eben diesbezüglich verdächtig macht. Und nicht nur er, sondern da gibt es halt auch noch in diesem Dunstkreis noch einige, die da auch so reinspielen. Und es ist ein bisschen verwirrend, das Ganze, weil die Figuren alle so lose ineinander fallen und das irgendwie so ein bisschen schwierig ist, das zu greifen. Aber das ist gerade, fand ich, das Besondere daran, dass man halt eben nicht so ein typisches Derrick-Setting hat mit der Familie, die da irgendwie zum Opfer gehört. Und also das ist hier so ein bisschen loser und wirkt dadurch viel authentischer, weil es halt so tatsächlich so ein Flair von dieser Kleinstadt gibt und das ziemlich gut abbildet. Natürlich ein bisschen dick aufgetragen, weil man halt nur in diesem besonderen Milieu sich aufhält, was dann halt auch wieder so ein Klischeebegriff vom Osten so transportiert, aber der ist ja auch zumindest nicht ganz aus der Luft gegriffen und ist zumindest, glaube ich, ein ganz gutes und wichtiges Thema, dass man das auch mal, oder Dirk Lauge macht es ja in seinem Radio-Tatort des Öfteren mal, dass er das Thema Rechtsextremismus und diese ganze Dunstkreis, der da mit dranhängt, thematisiert und insofern war das auch hier wieder ziemlich gut gelungen, ein interessanter Krimi, fand ich, und ein sehr glaubwürdiges, wenn auch zum Teil skurriles Setting, aber mittlerweile wundert man sich ja tatsächlich über nichts mehr. Vor 5 Jahren hätte ich noch gesagt, ach Gott, im Leben nicht sind diese Figuren glaubwürdig mittlerweile. Ja, wird man von der Realität da tatsächlich mehr überrollt. Interessant, dass da die Evangelikalen auch mit ja, reinkommen. Ja, man hat so ein bisschen so sich im Amerikanischen bedient. Mhm. Aber interessant. Ich habe es noch nicht gehört. Das werde ich aber auf alle Fälle machen. Ja, und bin gespannt. Ja. Jo. Noch bist du ja drüben. Mal gucken, wann du anrufst. Holt mich Asyl. Hier raus. Asyl. Ja, mal gucken. Ich setze mich ja damit tagtäglich, ist ein bisschen schwierig, aber schon täglich auseinander. Ich habe, was das anbelangt, ja das Glück, auch wieder ein Tüttelchen aus einer sehr linken Ecke zu kommen. Also Jena gilt als die linke Bazille quasi in der Umgebung. Was ja auch interessant ist, wenn man denkt, dass der NSU aus Jena kommt. Im Endeffekt. Das ist auch ein ganz spannendes Konglomerat bei uns hier. Aber ich werde damit auch tagtäglich tatsächlich mit meinen Kunden konfrontiert, aber auf eine ganz interessante Art. Und also man muss schon sagen, es ist ja überall so, dass die Leute anders ticken als anderswo, ne? Und als ich hierher gekommen bin, da musste ich als Wessi tatsächlich auch erstmal auf den Boden gesetzt werden, um überhaupt mal zu verstehen, was die Leute für Biografien hinter sich haben. Und was die Wende damals bedeutet hat. Und das war mir halt komplett nicht bekannt. Also emotional nicht bekannt tatsächlich. Jeder hier hat irgendeine abgefahrene Wendegeschichte zu erzählen. Und bei jedem, also wirklich fast bei jedem ab einem gewissen Alter gibt es da einen drastischen Knick tatsächlich im Lebenslauf. So blöd das klingt. Und ich merke halt immer wieder, wie vieles da einfach auch innerdeutsch unaufgearbeitet geblieben ist. Also das ist das, was mir immer tatsächlich begegnet.
Und letztlich läuft es für mich immer darauf hinaus, dass es meiner Meinung nach, also aus meiner jetzigen Sicht, versäumt wurde, dass da beide Seiten, wirklich beide Seiten aufeinander geguckt haben. Mhm. Und das Leben gegenseitig, also die hätten sich einfach gegenseitig besuchen müssen. Dass man ein Gespür tatsächlich auch dafür kriegt, wie es den Leuten hier gegangen ist, mhm, und was das auch mit den Leuten gemacht hat tatsächlich. Und das hat sehr wohl einen Einfluss und das bis heute tatsächlich. Und es ist unaufgearbeitet. Ja, ich glaube auch, das Problem ist halt einfach damals, dass wir den Westen quasi so drüber gestülpt haben. Richtig, ja. Und gesagt haben, ja, also A, wir waren ja mehr, wir waren ja, ja, deutlich mehr als... Und ihr seid jetzt befreit. Und, ihr seid, und es wollte ja auch da, also das war ja damals, hat ja jeder so gefühlt gegeiert, ja, gesagt, hier geil, wir können uns einen Golf kaufen und ja, müssen kein Wartburg mehr. Also es war ja auch schon so die ja, Sehnsucht da zu sagen, okay, wir wollen ja auch so sein. Also es war ja gar nicht so der Drang da zu sagen, ja, wir haben ja was Eigenes und das müssen wir auch irgendwie bewahren, sondern es war ja alles scheiße irgendwie so gefühlt und man wollte ja alles immer am besten lieber gestern als heute schon loswerden. Ist dann die Rede. Man ist ja direkt da so in dieses Schaufenster, was der Westen da ausgestellt hat, einfach so reingeschlittert und wollte das auch genauso haben. Und ja, und hat dann da die eigene Vergangenheit so ein bisschen untergraben selbst. Ja, klar, das fällt allen jetzt leider auf die Füße, ja. Ja. Der bequemen Westen als auch dem Osten, die da ja so ein bisschen die eigene Geschichte selbst mitbeerdigt haben. Ja, da ist vieles im Argen, ja. Und ja, das schlägt sich halt wirklich politisch nieder. Das muss man so deutlich sagen, ja. Ja, habe ich jetzt auch keine Lösung. Ja, das werden wir auch im Orcast auch jetzt, glaube ich, nicht hinkriegen. Meinst du nicht? Ich glaube, wir sind auch thematisch jetzt da gar nicht so direkt in dem Thema drin, oder? Och. So von der Aufstellung her. Och, weiß ich nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob jetzt... Ich habe schon mal geplant, so ein Polit-Talk zu machen, oder? Ja, stimmt. Aber stand auch mal zumindest so ein bisschen. Ja, stimmt. Er hat das schon mal überlegt, ja. Und kennst du das von Mitchell und Webb, die zwei britischen Komiker, nee, die hatten mal so eine Sketch-Show und da gab es immer ein Segment, das hieß Big Talk und da haben sie sich an so einen Tisch gesetzt und gesagt, so, wir lösen jetzt innerhalb von 5 Minuten die, was haben wir heute? Hunger, Welthunger. So, okay. Lösungsvorschläge, jetzt. Mhm. Da fangen sie an, ja Moment, das ist doch ein viel komplexes Thema und das ist, oh fuck off, it's Big Talk. Ja. Jetzt setzt euch mal hin und löst dieses scheiß Problem. Das fand ich immer schön, ja. Das hat das immer schön auf den Punkt gebracht. Hockt euch hin, löst das Problem. Ja, es ist nicht so einfach, ich weiß. Ich denke auch nicht, ja. Schön wäre es manchmal. Ja. Wie so zwei Streithammel, die seit Jahren verfeindet sind, einfach irgendwo einsperren. Entweder sie schlagen sich tot gegenseitig oder sie vertragen sich. Das Positive ist, 90% der Fälle ist es ja Letzteres tatsächlich. Ja. Ja. Wenn nicht mehr. Ja. Außer man schmeißt noch so ein Messer in den Raum. Ja, okay. Das ist eine schöne Hörspielidee. Nein. Stimmt eigentlich. Ja, macht mal da draußen. Genau. So. Ja, ich glaube, wir steigen jetzt zum nächsten nicht mehr ein, oder? Doch, das schaffen wir noch. Echt? Ja gut, wir haben es ja beide nicht fertig gehört, von daher. Ich wollte fragen, hast du es zu Ende gehört? Nein. Hast du auch nicht, okay. Nein. Große Namen, Markus Heitz und Carsten Steenbergen haben das Ganze fürs Hörspiel umgeschrieben für Audible. Ripper's Daughters heißt die Serie oder dieses Hörspiel in mehreren Teilen. Stimmen der Vergangenheit ist der Untertitel. Und das geht eigentlich sehr spannend los, und zwar in Hamburg auf dem Dom. Da ist nämlich eine Angestellte in einem Zuckerladen, also wo es diverse Süßigkeiten gibt. Und das ist so eine Jugendliche, die so eine ganz besondere eine ist. Und da merkt man schon recht früh, okay, mit der scheint es irgendwas Besonderes auf sich zu haben. Sonst wäre sie auch nicht die Hauptfigur in diesem Hörspiel. Sie wird beobachtet von einem Mann. Es passieren diverse Merkwürdigkeiten. Zu ihr kommt eine Frau, die angibt, ihre Tante zu sein und aus England zu kommen und ob denn ihre Mutter noch nicht mit ihr geredet hat. Und sie ist völlig vor den Kopf gestoßen, weil sie diese Frau nicht kennt und nicht wusste, dass sie eine Tante hat. Und dann wird eben diese große Geschichte aufgemacht, dass eben diese Familie
vor allem als die Frauen eine Vergangenheit haben, nämlich, dass sie mit Jack the Ripper irgendwas zu tun hatten und eigentlich schon, kleiner Spoiler, es wird aber relativ früh schon die Katze aus dem Sack gelassen, was das anbelangt, in der englischen Geschichte immer mal eingegriffen haben und Mitglieder des Königshauses davor bewahrt haben, ermordet zu werden. Und also das ist quasi die Legacy von diesen Ripper's Daughters und da gibt's dann auch ein Tagebuch. Ja, und irgendwann bin ich dann ausgestiegen. Es klingt eigentlich wirklich spannend und eigentlich schade, weil also die Geschichte, die hatte tatsächlich was, aber also sie wird für mein Dafürbefinden so erzählt, dass es mir tatsächlich verleitet hat, weil eben wieder dieses Audible-Problem bei mir war, Erzählpassagen sind einfach zu lang geraten und reißen aus der Action raus vielfach, meistens komplett streichbar tatsächlich, diese Erzählpassagen, was echt schade ist, weil, also weiß ich nicht, wenn das jemand bearbeitet hätte, der also wirklich aufs Hörspiel dann gesetzt hätte, die ja drin sind, Hörspielszenen sind ja drin, die sind dann auch eigentlich okay, aber selbst bei den, wenn dann eine Actionsequenz oder so kommt, wird dann auch wieder rausgezoomt und der Erzähler erzählt mir wieder irgendwas und das macht mich wahnsinnig bei dieser Art Hörspielen und ich kann das nicht mehr ab, ich kann es nicht mehr ab. Ich finde, also ich weiß auch nicht, warum man da nicht, also gut, jetzt Audible, klar, die wollen halt möglichst lange Stücke haben, also streicht man da wahrscheinlich auch nicht besonders gerne, sondern lässt dann eher was mehr drin. Ich weiß jetzt nicht, gibt es davon auch eine Hörbuchfassung, dass man da gesagt hat, okay, wir haben jetzt schon mal die Erzählstrecke und basteln dann halt möglichst viel vom schon aufgenommenen Erzähler mit rein. Das weiß ich jetzt halt nicht. Ich würde es zutrauen, weil es klingt auch unorganisch. Ja, genau. Das dachte ich auch. Und was mich da so auf die Palme bringt, das sind diese Nullsätze, die da immer mal so eingeflochten werden. Also dann sprechen zwei miteinander und dann kommt der Erzähler, erzählt was vollkommen Profanes, was man entweder hört oder null wichtig für diese Szene ist und kommt dann mit so einem Satz da reingehüpft. Und das kann ich ja absolut nicht leiden. Also so nur erzählen um des Erzählen willen, weil dann halt schon mal irgendwas da ist. Ich fühle mich da auch veräppelt und als Zuhörer nicht ernst genommen, ganz ehrlich gesagt. Und ich denke, also ihr müsst doch ein bisschen was auch meiner Fantasie noch überlassen, dass ich mir das... Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass viele das ja gar nicht wollen. Also ich glaube, Audible hat ja die Besonderheit, dass die ja viel vom Hörbuch kommen und auch vom ungekürzten Hörbuch. Also die haben ja damals, war das ja so, also ich kann mich so an die Anfangszeiten erinnern, wo die gesagt haben, ja hier, wir müssen halt Strecke machen, weil unsere Kundschaft, die guckt da drauf, wie lang ist das Ding? Weil die kaufen oder die, beziehungsweise du hast ja ein Abo für ein Hörbuch und da überlegst du dir dann schon, will ich dann im Monat was hören, was 8 Stunden lang ist oder was vielleicht 16 Stunden lang ist. Und das ist dann halt, ja, das ist dann so die Hörspiel-Wursttheke, wo es dann halt darum geht, ja, Qualität vielleicht jetzt nicht, aber ich will halt viel mit heimtragen und ich glaube, das ist doch das Problem bei diesen Hörspielen dann, dass die dann auch eher auf Strecke gemacht sind und hier das Ding ist ja auch knapp 700 Minuten lang, also das kommt ja auch nicht von ungefähr und ich habe jetzt, ich glaube, ich habe ein Drittel, habe ich geschafft, ja, ich bin so über, glaube ich, Anfang Kapitel 7 bin ich jetzt hängen geblieben und also ich habe jetzt, ich sag mal, von der Story her, ist es doch sehr überschaubar bis jetzt. Also was bis jetzt alles passiert ist, hätte man wahrscheinlich auch, oder wäre in einem normalen Hörspiel auch in einer guten Stunde erzählt gewesen. Also mein Lieblingsbeispiel ist, als die Figuren auftauchen, wird jede einzelne Figur erstmal lang und breit erzählen, was sie anhat. Ich sag, wen interessiert das denn? Das interessiert kein Schwein, was die anhaben. Also ja, so gewisse Sachen, okay, aber da wirklich, dann kommen die später nochmal, dann wird nochmal erwähnt, dass sie sich jetzt umgezogen haben oder irgendwie sowas oder dass sie jetzt nochmal das Gleiche anhaben. Hä? Verstehe ich nicht. Das ist mir zu hoch. Also ich würde es ja echt gerne mal sehen, wenn man das für eine normale Hörspielschmiede, wenn da eine Hörspielschmiede gewesen wäre, gesagt hat, okay, wir machen da, keine Ahnung, ein 3-CD-Hörspiel draus oder sowas und macht dann mal. Ich glaube, da wäre das wahrscheinlich tatsächlich richtig gut gewesen oder so eine Miniserie oder sowas, aber also hier. Ja, ich will sowas auch nie mehr hören dann. Also, nee, dafür ist mir, Entschuldigung, meine Zeit dann zu schade, da höre ich dann lieber irgendwie, also richtige Hörspiele. Ja. So, genug. Mit einem gesunden Meckern machen wir jetzt den Deckel drauf. Genau. Und wir hören uns dann wieder. Genau.
Genau. Dann bis gleich. Bis gleich.